Also wer sich mit Anthroposophie beschäftigt, wird merken, es geht immer noch einen Schritt weiter, noch einen Weg weiter und dann tut sich wieder eine Tür auf und dann entdeckt er wieder etwas Neues, was er vorher gar nicht ahnte. Also die Anthroposophie ist ziemlich unendlich. Und wenn ich jetzt darüber spreche, was ist Anthroposophie, dann kann ich nur einen kleinen ersten Einblick geben und ich kann versuchen, ihn einfach in meiner Art zu geben. Und zwar in meiner Art für heute Abend. Also ihr habt mich ja schon mal gefragt, und da habe ich es anders gemacht und ich werde es immer anders machen, weil alles, was Gewohnheit wird, ist falsch. Also, was ist Anthroposophie?